So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge. Ramses Kitchen. Wir waren gerade im Rewe. Es ist Wochenende bei uns und ich habe was gesehen. Nämlich diese Doritos mit intensiver Geschmack, heftiger Crunch. Frisch gerösteter Mais trifft auf pikante Salami. Also steht zumindest hinten dran. Scannen und mehr erfahren. Da lenkt die Rückseite von der Vorderseite ab. Die sind komplett neu. Doritos Pizza Salami. Und ich habe schon immer gesagt, der Ramses ist nicht der süße Typ, der Ramses ist der herzhafte Typ. Und so viele Tortilla-Chips, Sachen und Varianten und Dings gibt es oder auch nicht. Aber bei Doritos gibt es immer besondere Sorten. Und eine Salami-Pizza habe ich noch nirgendwo gesehen, bei gar nichts. Es gibt zwar Pringles mit Pizzageschmack, es gibt andere Chips mit Pizzageschmack und alles schmeckt nach Mist. Aber bei Doritos hoffe ich jetzt auf ein richtig geniales Erlebnis und guckt euch doch mal das an, wie die hier liegen. Und eins ist dann einfach ein ganzes Stück Salami-Pizza. Gleichzeitig haben wir auch noch weltweit Nummer 1 Tortilla-Chips-Marke Doritos Sweet Chili Pepper. Die habe ich, glaube ich, schon mal probiert. Die war mal in einem Fanpaket mit drin oder so. Ich weiß nicht, ob wir die getestet haben im Video. Die werde ich jetzt zuerst aufmachen. Intensiver Geschmack, heftiger Crunch, frisch gerösteter Mais trifft auf süße Chili-Pepper. Maischips mit Chili-Geschmack. Und dann haben wir das Ganze noch hier mit einem Billig-Käse-Dip vom Jahr. Und so werden wir jetzt mal die hier aufmachen, aber erstmal fürs Thumbnail hier reinhalten. Also, Doritos mit irgendwas und dazwischen ist so ein Ramses-Gesicht. Achso, ja, warte, ich wollte die andere Packung aufmachen. Gefühlt ist hier aber mehr drin, die wiegt nämlich mehr. 110 Gramm, auch 110 Gramm, aber der Beutel ist viel offener, viel mehr weit auf als der erste. Adi, was ist denn? Willst du was? Adi, willst du was? Bist du was? Hast du was? Das ist mit Sweet Chili, ja? Das ist nichts für dich eigentlich. Willst du bei Pizza dann mal gucken? Willst du doch das? Also der Adi, der darf ja eigentlich nichts essen. Er ist dir genug. Er schafft es auch nicht, sich was rauszutun. Adi! Adi! Ihr müsst nur mit der Packung rascheln und dann ist er fort. Gut, geben wir ihm lieber nichts. Ist, glaube ich, auch besser so. Probieren mal. Sweet Chili Pepper Tortillas von Doritos. Und die haben auf jeden Fall eine unglaublich geniale Konsistenz. Ich glaube, das ist wirklich das Beste, was du essen kannst, Doritos. Es gibt wirklich so viele Marken und so viele Billigmarken, gerade auch die irgendwelche Tortilla-Chips anbieten. In so riesengroßen 10-Tonnen-Beuteln, die so extrem mega trocken sind und so einen extrem durchgängigen Maisgeschmack haben und der Geschmack der eigentlichen Note, der draufsteht, gar nicht zum Vorschein kommt. Die schmecken aber einfach richtig genial. Die wirken einfach ganz anders. Man merkt also richtig, du schmeckst die Marke raus, sagen wir mal. Sweet Chili Pepper, eine pfeffrige Note an sich, merke ich gerade nicht. Ich merke aber deutlich die süße Note und eine kleine Schärfe. Also es ist trotzdem süß, scharf, so wie es eben auch dann drauf steht. Ein typischer Pfeffergeschmack, bleibt aber aus. Ist aber gut so. Pupsi hat gesagt, sie mag eh keinen Pfeffer. Deswegen bin ich mal gespannt, was wir hier jetzt haben mit den Maischips mit Pizza, Pepperoni, Salami-Geschmack. Also nicht nur Salami-Pizza, sondern Pepperoni-Salami. Das heißt, die müssten ja auch jetzt irgendwie würzig sein und vielleicht eine kleine Schärfe haben. Boah. Die riechen auf jeden Fall wie eine Packung Salami-Original, wenn ihr so eine Pepperoni-Salami-Wurst... Pepperoni-Wurst, Salami-Wurst, Pepperoni-Salami, irgendwas habt. Die sehen auch dunkler aus als die anderen. Wir brauchen noch ein bisschen.
Das hat irgendwie einen Geschmack, ja, nicht wie eine normale typische Pizza Salami, nicht unbedingt wie eine Peperoni-Wurst oder eine Peperoni-Salami. Mich erinnert das an, ihr könnt von Wagner Salami, ich finde die Wagner Salami-Pizzen mit diesem extrem ganz dünnen Boden, die haben so einen richtig spezifischen Salami-Geschmack, wo ihr auch ganz deutlich dieses Oregano oder was da drauf ist, rausschmeckt. Es sind ja auch lauter schwarze Punkte drauf. Das schmeckt richtig stark irgendwie nach Oregano mit einer Pizza-Salami-Note hinterher, aber dieser Oregano-Geschmack ist deutlich im Vordergrund, wie es bei der Wagner Steinofen-Salami ist. Wenn ich jetzt eine Ja-Edelsalami zum Beispiel esse, hat die wieder einen ganz anderen Geschmack. Es würde mich nicht an diese typischen Edelsalami-Pizzen, die ich sonst so esse, erinnern. Das heißt, das ist zu stark in eine ganz bestimmte Richtung orientiert und nicht dieses allgemeine Salami-Pizza, sondern wirklich wie halt das eine. Und wer jetzt nicht so unbedingt Oregano-Fan ist, wird es vielleicht ein bisschen aufdringlich schätzen. Wahrnehmen. Ich finde, das versaut ein bisschen den Geschmack. Von den zwei Sorten schmeckt mir auf jeden Fall der Sweet Chili Pepper deutlich besser. Das heißt nicht, dass das schlecht ist und nicht schmeckt. Es ist ja schon mal genial, dass du nicht das isst und denkst, schmeckt irgendwie chemisch und künstlich, sondern dass du das probierst und dass du direkt dieses Bild von dieser Wagner Salami Pizza vor Augen hast, dass sie original, also diesen Geschmack dir wiedergeben können. Das ist ja schon mal was wert. Aber brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich dann so Pizza haben will, esse ich dann lieber doch eine richtige Salami-Pizza, als diesen Geschmack bei den Chips zu haben. Wir probieren das Ganze jetzt nochmal hier mit so Käse-Dip ein bisschen drauf. Mit dem Käse-Dip schmeckt es deutlich besser, weil das ganze Oregano einfach übergangen wird und ihr einfach nur noch cremige Käsenote habt im Mund, mehr braucht ihr nicht. Aber der Käse-Dip passt sogar noch mal besser zu denen. Also Sweet Chili Pepper für mich so ohne Dip die bessere Wahl, sogar mit Dip die bessere Wahl. Dieses Süßliche, dieses Schärfliche, jetzt hier noch das Käsige und das Cremige harmoniert meiner Meinung nach wunderbar zusammen. Die kann man mal probieren. Habt ihr die schon mal getestet? Ist halt neu. Pizza Salami von Doritos. Schreibt es mal rein, wenn ihr die kennt. Sagt mir mal eure Meinung dazu. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.